Fröhliches Halloween, Gary. Das ist ein tolles Frankenstein-Kostüm, das du da hast. Oh, du willst nach der Arbeit losgehen für Süßes oder Saures? Mhm. Viel Spaß. Mhm. Ach du liebe Güte, was ist passiert? Hast du das mit Gary angestellt, Klein Charlie? Oh, es war ein Versehen? Du wolltest nur deine Spider-Man-Netze ausprobieren? Ist schon okay. Gary ist nicht böse. Das ist eine großartige Idee, Klein Charlie. Gary, willst du mal bei Toms Autowaschanlage vorbeischauen und fragen, ob er dich sauber bekommt? Großartig, auf geht's! Hier sind wir, Toms Autowaschanlage. Hallo Tom. Wir haben einen kleinen Halloween-Unfall und Gary ist voll mit Spinnenweben. Kannst du ihn wieder in seinen ursprünglichen Zustand verwandeln? Was kommt als erstes, Tom? So viele Möglichkeiten zum Auswählen. Seife, ein Klassiker. Dann seifen wir dich mal ein. Das fühlt sich gut an, was? Hä, Gary? Also, wie willst du ihn abspülen? Ah, die Rutsche. Das wird Spaß machen. Einmal abspülen, bitte. Das sollte funktionieren. Bereit für die Trocknung? Ich habe noch nie gesehen, dass ein Laubbläser dafür verwendet wurde. Jetzt bist du sauber und trocken. Vergiss deine Süßigkeit nicht, Gary. Bereit, zurück an die Arbeit zu gehen? Tschüss, Tom. Vielen Dank für deine Hilfe. Sieht so aus, als wärst du bereit für Süßes oder Saures, Gary. Hallo, Klein Charlie. Ist die Süßigkeit für Gary? Oh, es ist so nett, dass du teilst. Ich wünsche euch ein fröhliches Halloween, Leute. Und euch auch, Freunde. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Jerry scheint fürs nächste Rennen zu trainieren. Und wenn er so gut fährt wie jetzt, wird er garantiert gewinnen. Aber die Kampfrichter sind bestimmt nicht beeindruckt von all dem Matsch auf seiner Farbe. Keine Sorge, Jerry. Du hast noch jede Menge Zeit, um zu Toms Waschanlage zu fahren. Hey, Tom. Jerry braucht eine gute Autowäsche vor dem großen Rennen heute Nachmittag. Kannst du helfen?
Großartig. Jerry, du kannst schon mal reinfahren. Tom wird von seinem Kontrollraum aus die Maschinen bedienen. Fangen wir damit an, Jerry mit etwas sauberem Wasser abzuspritzen. Da ist immer noch eine Menge Matsch auf Jerrys Lackierung. Da werden wir aber eine Menge Seife brauchen, um den runterzukriegen. Du siehst mit jeder Sekunde besser aus, Jerry. Zeit, dass die Walzen ihre Arbeit verrichten. Na, dann wollen wir mal die Matschflecken wegbürsten, Jerry. Du hast recht, Tom. Die Bürsten könnten Jerrys Lack zerkratzen. Wir benutzen besser die Schwämme. Bereit, Jerry? Hervorragende Arbeit. Oh, warte mal kurz. Du musst auf jeden Fall noch deine Zähne putzen. Da hängt Dreck zwischen. Weit aufmachen, Jerry. Hier kommt die Bürste. Also, das nenne ich mal ein Gewinnerlächeln. Dann bringen wir dich mal in die Trocknung. Bleib einfach stehen, Jerry. Du bist jetzt in der Trocknung. Gute Idee, Tom. Eine Wachspolitur hält Jerry auch während des Rennens sauber. Also, du siehst auf jeden Fall schon mal wie ein Sieger aus, Jerry. Jetzt solltest du besser schnell zu deinem Rennen fahren. Na, was hält man davon? Die Sonne ist rausgekommen. Vielen Dank für deine Hilfe, Tom. Viel Glück bei deinem Rennen, Jerry. Hallo, Henry. Was für ein wunderschöner Morgen. Du siehst heute sehr glücklich aus. Summst du etwa? Hätte nie gedacht, dass ich das mal höre. Alles klar, Henry? Gesundheit. Zum Wohl. Dreimal bringt Glück. Deine Augen sehen rot aus, Henry. Fühlst du dich in Ordnung? Vielleicht solltest du bei Amber vorbeischauen. Hallo, Amber.
Henry fühlt sich nicht wohl. Kannst du ihm helfen? Henry ist bedeckt mit Blumenpollen, sagst du? Oh, und darauf reagiert er allergisch? Also muss er all die Pollen abwaschen, damit er aufhört zu niesen? Und du denkst, Toms Autowaschanlage könnte da helfen? Gute Idee. Was für schöne Blumen, Klein Tom. Und von denen hier muss man auch nicht niesen. Tom, Amber und Henry sind auf dem Weg hierher. Henry ist voll mit Pollen und er ist allergisch auf sie. Hier kommt Henry. Meinst du, du kannst all die Pollen abwaschen, Tom? Großartig. Keine Sorge, Henry. Gleich fühlst du dich besser. Was ist der erste Schritt, Tom? Der große Wasserfall? Damit sollten wir die Pollen abkriegen. Damit kriegen wir dich richtig sauber. Wie fühlt sich das an, Henry? Er muss immer noch niesen. Und die Augen sind immer noch rot. Tom, Henry muss immer noch niesen. Womit könnte man die Pollen noch abwaschen? Guter Gedanke. Vielleicht schafft's ja die Seife. Wie ist es jetzt, Henry? Musst du immer noch... Oh, da müssen immer noch irgendwo ein paar Pollen sein. Aber wo? Du meinst, da könnten noch kleine Pollen in seinen Augen sein? Deshalb sind sie auch noch so rot. Diese Augentropfen benutzen eine Salzwasserlösung, um die Pollen aus den Augen zu spülen. Na bitte, fühlen sich deine Augen besser? Und du musst auch nicht mehr niesen. Herzlichen Glückwunsch! Du hast noch etwas für Henry, Tom? Eine Staubmaske? Gute Idee! Nur für den Fall, dass du mal wieder durch Blumen fährst, Henry. Und schau, eine Blume, von der du nicht niesen musst. Das war sehr nett von dir, Klein Tom. Und es ist eine sehr hübsche Blume. Oh, hier kommt Amber. Ich denke, Henry geht es jetzt besser. Alles klar, Henry. Du kannst wieder los. Versuche nicht zu niesen. Hallo, Klein Katie. Macht es dir Spaß, dich mit Mamas Schminksachen herauszuputzen? Wow, falsche Wimpern. Wie willst du sie anbringen, Klein Katie? Mit Klebe? Cool. Aber sei vorsichtig mit der Klebe in der Nähe deiner Augen. Mit der Pinzette kannst du die Wimpern gut festhalten, während du sie klebst. Oh nein, ein Nieser! Ach du liebe Güte.
Das sieht nicht gut aus. Du fährst besser schnell rüber zu Toms Autowaschanlage. Guten Morgen, Tom. Klein Katie hat gerade mit den Schminksachen von ihrer Mama gespielt. Auf einmal musste sie niesen und jetzt ist sie voll mit dem Kleber für die falschen Wimpern ihrer Mutter. Kannst du ihr helfen? Was kommt als erstes, Tom? Mit der Dusche wird Klein Katie erstmal nass. Gute Idee. Was kommt als nächstes, Tom? Jetzt müssen wir dich erstmal ordentlich einseifen, Klein Katie. Wasser und Seife haben das Taschentuch ordentlich durchgeweicht. Und runter ist es. Ein Ding weniger, um das du dir Sorgen machen musst, Klein Katie. Das ist ziemlich starker Kleber, Tom. Was kommt als nächstes, Tom? Die sehen aus wie Teigkratzer. Das ist wie Fliegen, Klein Katie. Aber du bewegst dich gar nicht. Cool. Es funktioniert. Die heiße Luft schmilzt den Kleber und die Wimpern lösen sich auch. Wow, das sieht ziemlich cool aus, Klein Katie. Hat das Spaß gemacht? War das jetzt alles, Tom? Noch einmal abspülen. Und jetzt die Trocknung. Alles trocken. Hier kommt Klein Tom mit einer kleinen Wolke frischen Duftes für dich. Oh, Klein Tom, was hast du getan? Jetzt riechst du nach Blumen. Jetzt bist du fertig, Klein Katie. Vergiss nicht, auf dem Weg nach draußen am Geschenketisch anzuhalten. Wunderschön. Gut gemacht, Tom. Vielen, vielen Dank. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Was für ein heißer Tag. Kein Wunder, dass Carrie das Süßigkeitenauto so viel zu tun hat. Du siehst ganz schön erschöpft aus, Carrie. Ganz schön viel, all diese Autos zu bedienen. Du willst die Eiscrememaschine ein bisschen beschleunigen? Okay, aber sei vorsichtig. Vielleicht hatte Carrie ja recht, alles ein bisschen zu beschleunigen. Die Schlange wird schon kürzer. Oh oh, es sieht so aus, als würde die Eiscrememaschine außer Kontrolle geraten. Carrie, mach sie langsamer. Du kannst die Geschwindigkeit nicht verändern? Oh nein,
Carrie ist voll mit Eiscreme. Hm. Es sieht so aus, als stünde ein Ausflug zu Toms Autowaschanlage an. Mhm. Keine Sorge, Carrie. Das versteht jeder. Manchmal muss man sich erst um sich selbst kümmern. Hm. Hallo, Tom. Du siehst entspannt aus. Aha. Hast du einen freien Tag? Ja. Oh, das ist schade. Was? Carrie kommt gerade. Sie ist mit Eiscreme bedeckt. Aha. Wirklich? Für sie öffnest du extra deine Autowaschanlage? Aha. Das ist wirklich nett von dir, Tom. Schau, da kommt sie. Ach du liebe Güte. Jetzt klebt auch noch Müll an ihr. Arme Carrie. Carrie ist wirklich schmutzig, Tom. Wo willst du anfangen? Gute Idee. Erst einmal muss der Müll runter. Und dann kannst du sie ordentlich waschen. Bist du bereit für die Müllentfernungsmaschine, Carrie? Ich wette, du bist froh, dass das vorbei ist, Carrie, nicht wahr? Keine Sorge, das Schlimmste ist vorbei. Als nächstes kommt ein bisschen Wasser. Cool, die Eiscreme macht Muster auf dem Boden. Du fängst schon wieder an, wie du selbst auszusehen, Carrie. Mal schauen, was Tom als nächstes auf Lager hat. Was denkst du, Tom? Womit bekommst du am besten die restliche Eiscreme runter? Seife oder Schaumbad? Dann nehmen wir die Seife. Fast fertig. Du wirst nur noch kurz eingeseift. Gut gemacht. Dann schrubben wir mal den Rest vom Dreck von deinem Lack. Die Schwämme warten gleich hinter der nächsten Tür. Tom, Carrie ist bereit für die Schwämme. Kannst du sie aktivieren, bitte? Großartig! Die Eiscremeflecken sind weg. Dein Führerhaus sieht aber noch nicht so gut aus. Keine Panik. Das ist nichts, was wir mit Wasser und Trocknung nicht wegkriegen würden. Carrie ist jetzt fast sauber, Tom. Kannst du sie noch einmal abspülen und trocknen, bevor sie fährt? Großartig. Carrie, fahr doch ein bisschen dichter an die Ventilatoren. Dann wird auch deine Schleife trocken. Genau so. Los, suchen wir Tom. Carrie sieht toll aus, nicht wahr? Und jetzt kann sie zurück zu ihrer Lieblingstätigkeit. Eiscreme machen für alle. Das kann sie nicht? Warum nicht? Oh ja, richtig. Die Maschine ist kaputt. Du kannst sie reparieren? Carrie, Tom muss sicher gehen, dass sie wirklich repariert ist. Kannst du die Eiscrememaschine testen? Sie funktioniert. Was für eine tolle Idee. Tom, Carrie möchte dir dieses Eis geben als Dankeschön dafür, dass du ihr an deinem freien Tag geholfen hast. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und drück beim nächsten Mal nicht wieder so auf die Tube, Carrie. Oh.